Du wirst in diesem Jahr 85 Jahre alt und blickst auf eine produktive künstlerische Arbeit zurück, die Richtig. bis heute vital anhält. Ja. Was sind die Impulse für dein künstlerisches Wollen, für deine Arbeit am Gegenstand, an der Malerei? Ich mache ja im Grunde, was viele bemängeln, immer dasselbe. Ja. Mhm. Das bedeutet, ich male meine Akte. Im Grunde die traditionelle Form der Vielfalt, die in der Malerei bei guten Leuten immer vorhanden war. Und das versuche ich weiterzuführen. Und jetzt kommt es darauf an, ob man die Kraft hat, wenn man älter wird, weil du gerade sagst 85, ob man die Kraft hat, die Strenge, die man an sich will, zu erhalten. Ja? Und das Wichtigste ist, dass man nicht lasch wird, wenn man älter wird. Ich glaube, das ist eine große Gefahr. Das ist eine große Gefahr, die man bei sehr großen Künstlern teilweise auch hatte. Ich habe immer die Hoffnung, dass ich das schaffe, ja? Dass man die Energien des Destruktiven in sich behält. Weil wir jetzt gerade also in deinem, sagen wir so, deinem Kosmos und deinem Bilduniversum, deinem malerischen Universum, also deinem Atelier hier sitzen, das ist ja großartig, für mich immer wieder beeindruckend. Wie wichtig ist dir das, also so inmitten deiner Bilder zu sein, auch so dicht zu sein? Du stellst sie ja nicht weg, um sie dann nicht mehr anzugucken. Das ist im Grunde, sagen wir mal, die Malerei an sich ist eine Bedingung der Freudeherstellung in einer Zeit, die gar nicht freudig ist für den Einzelnen. Ja? Und das muss man in sich erhalten. Das bedeutet unter Widrigkeiten, unter Hinwendung. Und wenn man darüber nachdenkt, Ost und West, diese ganzen Bedingungen, Ebenen, die unterschiedlich sind und die theoretisch dauernd betrachtet werden, so oder so. Nein, jeder ist ein Einzelner. Und jeder muss seine Einzelheit seiner Denkform versuchen zu verlängern. Und mehr ist da, kann man dazu gar nicht sagen. Ja? Und das bedeutet, die Einzelheit, die man hat, woher kommt die? Das sind alles Dinge, die fast nicht zu erklären sind. Das ist sein Wollen, sich selbst eine anstrengende Freude herzustellen. Ja? Das ist aber auch ein Privileg. Ja, für dich, also dich so darauf konzentrieren zu können. Das ist ein Privileg. Als Künstler. Das hört sich gut an, aber es ist oft gar kein Privileg. Denn das Problem der Malerei ist ja im Grunde, also diese ganzen idealistischen Vorstellungen des Tuns sind ja im Grunde genommen unbezahlbar. Ja? Das bedeutet, das Problem des Malers besteht darin, dass er dieses ganze Wollen, was er in sich hat, auch erträglich macht für seine finanzielle Situation. Ja? Also ich kann dir nur sagen, wenn du überlegst, ich habe 4 Jahre in West-Berlin studiert, dann kam die Mauer und ach du liebe Güte, ja, alles, was ich da im Grunde von ganz wunderbaren Lehrern vermittelt bekommen habe, war Gott sei Dank im Osten bei den Malern, die ich langsam hier kennengelernt habe, in einer Einheit verhaftet, die eine große Freude gemacht hat. Das muss ich mal sagen. Ja. Und es hat sich für dich gut gefühlt. Hat sich gut gefühlt. Und Christa kam auch, die wunderbare Malerin. Und das bedeutet, wir haben jetzt Manfred Böttcher kennengelernt, Goetsche und Metzges und Stötzer. Das heißt, so kann man mal sagen, dass die ganze Ost-West-Ebene, neben dauernd die Rede von hin und her, im Grunde eine überhaupt nicht nötig ist. Ja. Da eine Situation entstanden ist, indem man seine Dinge gleichsam freudig auch letzten Endes relativ für andere machen konnte. Und da bin ich sehr froh drüber. Und dann muss ich auch sagen, dass ich Wissenschaftler oder wie Roland Merz kennengelernt habe, die einen dann auch geholfen haben, dass man in eine Ebene hineingerät, wo man seine Eigentlichkeit auch präsentieren konnte. Mhm. So ist es. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Anfänge deiner künstlerischen Biografie. Du hast 1947 an der Kunstgewerbeschule in Berlin-Charlottenburg begonnen und musstest das Studium 1961 wegen des Baus der Mauer, der Berliner Mauer, aufgeben. Und arbeitest, wir hatten das eben schon, seitdem freiberuflich und wohnst und arbeitest in Pankow.
Christa, deine Frau ist ja aus Charlottenburg nach Pankow, also in den Ostteil der Stadt gezogen. 64 habt ihr geheiratet. Ja. Stell nochmal die Frage, warum der Ostteil der Stadt? Es muss euch ja hier auch wichtig gewesen sein zu leben und nicht im Westteil der Stadt. Also pass mal auf, wenn man, darüber darf man nicht zu viel nachdenken. Das bedeutet, sagen wir mal, der Mensch in seiner Wesenshaftigkeit ist in jedem Staat irgendwie gleichsam, hat es eine große Mühe, um seine Instinkte irgendwo wirklich werden zu lassen. Das hat mit Ost und West überhaupt nichts zu tun, ja. Und Christa hatte eine, sagen wir mal, hatte eine Vorstellung, da wir uns in der Schule schon kennengelernt hatten, dass sie jemand gleichsam, mit dem sie zusammen sein will, der ihre künstlerischen Grundinstinkte nicht verletzt, ja. Ganz so einfach ist es. Und ich muss das nochmal sagen, da man jetzt diese guten Maler in Ost-Berlin kennengelernt hat, das sind gar keine einfachen Denkformen. Mhm. Und der Staat konnte ja auch ganz gemein werden, trotzdem sie vom Westen hier rübergegangen ist. Aber man hat versucht, die Empfindungen, die man nötig hat, zu erhalten. Ja. Mhm. Ihr habt ja dann schnell Kontakt zu den damaligen Studenten an der Akademie der Künste Berlin gefunden. Du hattest es eben schon erwähnt, Harald Metzges, Hans Fendt, Werner Stötzer und so weiter. Und einen Kreis von Gleichgesinnten gebildet, dem das Etikett Berliner Schule verliehen wurde. Richtig. Eine Schule, die eigentlich keine war. Trotzdem hat dieser Kreis von Künstlerinnen in Berlin ja eine nachhaltige Rolle gespielt und nachfolgende Generationen beeinflusst. Ja. Ohne epigonenhafte Jünger zu produzieren. Woran lag euer Einfluss und warum? Das ist ganz schwer zu definieren. Du musst dir eine Vorstellung, der Einfluss ist im Grunde immer bezirksmäßig, war ja im Osten im Grunde bezirksmäßig kontrolliert. Also die Bezirke der DDR meinst du jetzt, ne? Da gab es die Dresdner, mit denen ich immer einen guten Kontakt hatte, mit denen Leipzig ja nicht so sehr. Das bedeutet, wie in jedem Land gibt es die einzelnen Bezirke, dass jemand den anderen sieht, aber besser möchte sein als der andere, den er nicht sieht. Ja. Und das bedeutet, und da muss man sehen, dass in Berlin eine gewisse Freude, die bei vielen hervorgerufen wurde, die in der Berliner Idee sich wohlgefühlt haben. Ja. Ihr wart ja sehr stark also auch auf dem künstlerischen Diskurs unter Gleichgesinnten aus und habt euch ja sehr früh in der Hinwendung also auch zur klassischen Moderne als den Vorbildern abgesetzt von dem, was so ideologischerseits verordnet gewesen ist, Stichwort sozialistischer Realismus. Also von dem den Ausspruch, es war eine Art geheimer Widerstand, den keiner gemerkt hat. Den finde ich ja großartig. Ja, der ist auch so. Ja, also ihr habt euch ideologisch ja nicht vereinnahmen lassen und Skepsis gegenüber Ideologie, Schönfärberei, von oben verordnetem Realismus war für euch essentiell, ohne dass es ein gemeinsames Programm gegeben hat. Richtig. Und daraus resultiert für mich die Frage, der Blick auf die DDR-Kunstentwicklung war sehr lange extrem ideologisch geprägt und die Künstler entweder in Widerständler oder Angepasste eingeteilt. Es war also auch möglich, quasi unter dem Radar zu leben. Wie hast du dich da gesehen oder wie siehst du das heute? Also im Grunde, um das ganz einfach zu erklären, die Verehrung, die man den großen Künstler gegenüber hatte, Picasso, Matisse, alle, die im Grunde im 19. Jahrhundert bis 1914, wenn man so will, eine Höhe der Kunst entwickelt hat, die einsam war. Und diese Hinwendung hat gleichsam eine Ideologie in uns hineingebracht, die im Grunde mit dem ganzen Ding, ob Ost und West oder Leipzig und Berlin, gar nichts zu tun hat. Ja? Mhm. Das Wollen des Staates, was man machen soll, ist ja auch, manche machen da mit, freuen sich drüber und manchen ist das völlig egal. Sie müssten aber nur sehen, dass sie in diesem Widerspruch überhaupt ihre Mieten bezahlen konnten. Das war ja nicht so einfach. Ja. Im Grunde ist es so, wie überlebt der Maler in einer Gesellschaft sein eigentliches Wollen. Ja. Mhm. Das ist das Grundproblem. Das ist aber nicht nur ein Ostproblem gewesen, auch ein Westproblem. Naja, es ist die Konsequenz daraus, also unabhängig zu sein. Ja,
Ja, so. Wovon habt ihr denn eigentlich gelebt? Also die Mieten waren ja relativ gering. Da muss ich mal eins sagen, ich habe mein ganzes noch nie Leben ein Bild gemalt, weil ich das dachte, das müsstest du verkaufen. Ja? Hm. Nie. Habe aber als Grafiker gearbeitet, Ausstellungsmessen gemacht und habe Gott sei Dank jemanden kennengelernt, der wusste, dass ich gerne Maler bin und meine Sachen machen wollte, wie ich sie wollte. Und trotzdem hat er mich im Grunde genommen in seinen Ebenen des Geldverdienens hineingebracht. Ja. Weißt du, sagen wir mal, die ganze Schwierigkeit des Überlebens überhaupt mit einer gewissen Freude, sagen wir, der privaten Genussidee, wenn man so will, ja, ist ja nicht so einfach. Das habe ich ganz gut hingekriegt, ja. Bis ich nachher auch verkauft habe und da wurde die Spannung zwischen, weil es ist ja so, diese Spaltung zwischen Eigentlichkeit, die man will, und Notwendigkeit zum Überdauern, ja, mhm. Diese Spaltung kann nicht das ganze Leben gehen, weil das geht nicht, ja. Man muss irgendwo, sagen wir mal, wenn man jetzt 55 ist, schon nur das machen wollen, was man wirklich machen will. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, sind diese Schwierigkeiten der Veränderungen, sagen wir, zwischen gewollten oder instinkthaften, was man in sich hat, und den notwendigen, sind manchmal ganz verschiedene Ebenen. Mhm. Und die müssen bewältigt werden. Das habe ich Gott sei Dank gemacht, mit Hilfe von Museumsleuten, die im Grunde mich da auch gefördert haben. Das muss ich sagen, ja. Hast du denn zu DDR-Zeiten verkauft, Bilder verkauft? Nicht sehr viel, aber einige Sachen, guck mal, ich hatte... Es war ja nur privat ja, möglich ja, oder über den Kunsthandel, schon, ne? Man hatte immer so private Käufer, die... Also verkauft ja, aber nicht so viel, dass man, sagen wir mal, relativ normal damit leben konnte, ja. Hm. Dann habe ich ein Leipziger Museum ausgestellt und die haben auch etwas gekauft. Und dann ging es langsam so, dass man, sagen wir mal, es ist ja bis heute so, wie bewältigt man im Grunde sein eigenes Wollen, das ja eine gewisse Destruktivität in sich hat, mit dem schönen Überleben, was man auch will, ja. Furchtbar, ja. Da muss ich mal eins sagen, die Energie des Tuns der Malerei ist ja eine Herstellung einer, sagen wir, einer Selbstfreude, ja. Das bedeutet, wenn ein Bild im Gelungen erscheint, ob es so ist, weiß man gar nicht später. Aber dann hat man eine Selbstfreude im Tun, ja. Und jetzt, sagen wir mal, diese Selbstfreude in einer gewissen Strenge des Nichtverkäuflichen sich zu erhalten, ist nicht einfach. Aber da habe ich einigermaßen geschafft, ja. Du hast ja ab 1976 am Otto-Nagel-Haus in Berlin einen Zirkel für Autodidakten geleitet. Mhm. Das würde mich noch mal interessieren. War das nur zum Broterwerb oder hat das auch eine Komponente gehabt, die für dich in künstlerischer Hinsicht wertvoll war? Warum hast du das gemacht und wie lange würde mich noch mal interessieren? Christa hat aber bemerkt, dass ich ganz unfreudig dahin gefahren bin und freudig wieder zurückgekommen bin. Ja. Das bedeutet, unterrichten ist ja etwas Merkwürdiges, dass man etwas lehren soll, wenn man selbst nicht weiß. Ja. Mhm. Und das ist eine ganz eigentümliche Sache. Aber man hatte viele, die da in meinem Nagelhaus waren, sind heute gute Maler geworden. Ja. Meine Idee ist immer, ich habe immer gesagt, der Maler muss das Sinnlose sinnvoll machen. Ja. Das ist ein komischer Spruch, ja, aber der stimmt ein bisschen. Ja. So ist naja, das also diese Zirkel haben zu DDR-Zeiten ja eine große Rolle gespielt, ja, weil es Freiräume waren für Leute, die diese Freiräume recht. Und diese Nischen auch gesucht haben. Die DDR in ihrer ganzen Kontrollidee hatte das Gute, dass man außerhalb der Kulturidee einen Humor behalten konnte gegen das Ganze, was kontrolliert wurde. Ich habe zu allen, die jetzt studieren wollten, ja, immer gesagt, ihr müsst nicht sagen, wenn ihr sagt, ihr habt bei dem Böhme etwas gelernt, dann müsst ihr gleichzeitig sagen, der erzählt immer dasselbe und das können wir nicht mehr aushalten.
Aber interessant ist doch, wenn man die DDR jetzt mit 30 Jahren Abstand betrachtet, dass es also auch unter den sagen wir so eingeschränkten Möglichkeiten der DDR Kunstpolitik oder der Kunstsituation, der Kunstverhältnisse möglich war, etwas ein eigenständiges Werk zu schaffen. Ja, was also in der DDR-Öffentlichkeit damals sicherlich nicht so einen hohen Stellenwert hatte. Ja, du warst nicht Professor an der Kunsthochschule in Weißensee, du warst nicht im Verein Bildender, also im VBK warst du schon, aber warst da nicht aktiv. Das eigene Durchsetzen ist im Grunde immer eine Art Einsamkeit, ja. Überall auf der ganzen Welt. Aber das hätte ja bedeutet, hätte im Westen genauso gut funktioniert. Hätte genauso. Guck mal, es ist doch nicht so, dass in Westdeutschland alle gleichsam Professor wurden. Manche hatten es ganz schwer gehabt. Ich möchte darüber gar nicht nachdenken. Mhm. Dass man Dinge macht, die gar keiner haben will, da man eine Instinkte hat des Tuns, was das bewirkt, dass es keine Freude macht. Ja? Mhm. Sagen wir mal so. Aber bei manchen macht das eine Freude, aber bei manchen macht das keine Freude. Aber diese Verkomplizierung ist so groß, dass ich darüber nicht mehr gerne nachdenke. Ja? Also jeder muss sehen, dass er mit seinem Wollen zurechtekommt und das bis zu seinem Alter versucht zu stabilisieren. Ja? Dein malerisches Werk ist durch die beschränkte Motivwahl, Figur, Kopf, Stillleben, Landschaft, singulär. Diese stetige Befragung des Gegenstandes, diese stetige Wiederholung, woraus resultiert die für dich? Pass mal auf, die Dinge, die fünf, sechs Dinge, ist ja im Grunde die Tradition der Malerei. Man malt Selbstbilder, man malt Landschaften, man malt das und das. Und dann malt man die Akte und das wird dann zu einer gewissen Manie, wenn man will. Ja? In der Malerei ist ja auch so, dass man im Grunde, sagen wir, immer Dinge wiederholt, wo man ja nicht immer nachdenkt, warum macht man das, ja. Mhm. Aber interessanter ist die Frage, interessanter wäre es, warum bist du nie ungegenständlich geworden, ja. Das ist eine interessante Frage. Und die kann ich kaum beantworten, weil das Ungegenständliche nie in meinem Wesen drin ist, trotzdem ich alle schätze, die das sind, ja, die gute Bilder malen. Aber für mich war es immer, sagen wir mal, eine Darstellung der Figur in den ganzen Verehrungen, die man hatte zu Picasso, Kubismus, Georges Braque und die großen Maler, oder Matisse, die man verehrt hat, oder Giacometti, wenn du so willst. Ja. Das bedeutet, diese Eigenschaft gleichsam den Gegenstand noch real zu machen in seiner in seinen Widersprüchen, ja. Das naja, deine Figuren sind ja sehr stark abstrahiert. Ne? Sie sind natürlich figürlich, hab ich aber nie sie bleiben so an der Figur. Sondern es geht darum, dass man durch die Formung einen Ausdruck findet, der den Naturalismus des Wollens überhaupt nicht mehr begütigt, ja. Mhm. Wenn man das mal so will, ja. Das, sagen wir mal, das sind, wenn jeder Maler, der eine Instinkte in sich hat und die verlängert, dann ist er gar nicht mehr so, wenn er danach gefragt wird, warum er das macht, er hat es ihm so gemacht, ja. Und er ist ja nicht ein Beurteiler seines Seins, so sehr, wenn man will, ja. Und da gibt es auch, manche sagen dann, es ist ja auch eine Art von Verklemmung von ewig dem Gleichen, er mag ja sein. Aber ich muss mal eins sagen, ich habe in vielen Ausstellungen, Gott sei Dank, es erlebt, dass viele diese Eigenart des scheinbar ewig Gleichen interessant fanden. Ja. In deinen Bildern fehlt jegliche Individualisierung einer Person, jede konkrete Verortung in Zeit und Raum. Richtig. Die Sujets sind Reduktion und Vereinfachung und gleichzeitig eine Verallgemeinerung in etwas Überzeitliches, einen geistigen Raum. Richtig. Diese geistige Höhe, warum ist dir die so wichtig? Wie kommst du dahin? Das ist ja, sagen wir mal, die Formung, das Formwollen schafft ja eine Inhaltlichkeit,
die mit diesem Naturalistischen inhaltlich überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Und wenn man jetzt, ich bin ein großer Verehrer von Henry Moore, ja? Und wenn man dann sieht, wie er gleichsam seine Formung, ich bin manchmal traurig, dass ich diese Formung, die er nachher in einer Freiheit empfunden hat, die ich gar nicht habe. Ja? Mhm. So etwas gibt es. Das, aber er hat eine Formung gemacht, wo die Form im Grunde genommen die Inhaltlichkeit ist. Ja? Und das sind so mal Dinge, die das kann man fast nicht erklären. Die Formung ist die Inhaltlichkeit oder der Ausdruck ist die Inhaltlichkeit. Und die muss jetzt hergestellt werden, außerhalb des naturalistischen Bemühens einer Wirklichkeit. Mhm. Das ist ja das Problem, ja, ja. Ja. Denn die Wirklichkeit ist eben ganz anders. Also ich würde gerne nochmal auf Henry Moore zurückkommen und es ein bisschen erweitern. Deine Figuren und Köpfe sind sehr stark an eine plastische Auffassung des Körpers angelehnt. Sozusagen eine Übertragung der plastischen Auffassung eines Körpers auf die Fläche bzw. in das Bild. Beeinflusst hat dich hier Henry Moore. Die Ausstellung mit den Shelter Drawings in der Nationalgalerie Ost-Berlin war hier nachhaltig. Wilhelm Lehmbruck ist sicherlich auch zu nennen. Giacometti, die Nähe zu Bildhauern wie Werner Stötzer oder Rolf Schiemann. Manski, hat diese dich bestärkt? Gibt es hier also Einflüsse? Die geistige Gleichheit, die bedeutet ja nicht, dass man gleich die Dinge macht. Und das war, und da muss ich mal eins sagen, dadurch, dass ich jetzt in West-Berlin in die Akademie gekommen, kurz nach der Wende, habe dann Menschen kennengelernt wie Schimanski, mit dem man fast freundschaftlich verbunden war. Und man hat Dinge gleichsam in sich erlebt, die außerhalb der ganzen Theorien im Grunde, sagen wir mal, der Möglichkeiten eine Freude hervorgerufen hat, dass man nicht ein Einsamer ist in seinem ganzen Denken und Tun. Ja? Und das habe ich als sehr freudig empfunden. Und also im Sinne von Gleichgesinnten. Gleichgesinnt ist man ja gar nicht. Jeder hat seine eigene Gesinnung. Aber dass eine bestimmte Denkform, eine Form herzustellen, die eine Gleichheit des Denkens für den anderen auch hervorruft zur Freude aller, das habe ich im Grunde, Gott sei Dank, durch die Freunde, die ich im West-Berlin kennengelernt habe, kann man fast Freunde nennen, sehr erlebt. Ja? Das war auch sehr gut so. Darum war für mich auch das Hinein in die Akademie an sich eine freiheitliche Formung meiner Erhöhung meiner Selbstfreude, muss ich wirklich sagen. Ob sich das nur weiterhält, weiß man nicht, weil ja viele, die ich sehr verehrt habe, gar nicht mehr vorhanden sind. Ja? Die leben nicht mehr. Die leben nicht mehr. Auch Marwan zum Beispiel. Das bedeutet, es war gar nicht so, dass zwischen Ost und West ein Ingrimm der Gegenseitigkeit vorhanden war, sondern überall in jeder Ideologie und in jedem Land leben Menschen, die Einzelne sind, ja, die ihre Dinge so machen, wie sie es wollen, ja, außerhalb der Ideologien. Also um nochmal auf die Akademie zurückzukommen, das wäre jetzt für mich auch eine Frage gewesen. Ja. Du bist ja Anfang der 1990er Jahre, ich glaube 93, in die Akademie gewählt worden. Da hast also auch die zum Teil harschen Debatten zwischen Ost und West und über Ost und West mitgekriegt. Ja? Also wie ist denn deine Wahrnehmung dazu? Also meine, diese ganzen Hin- und Herentwicklungen zwischen Aufgabe und Hinwendung, die ja da statt von Heiner Müller, der sich Gott sei Dank unweigerlich eingesetzt hat, damit die, manche sind drüben ausgetreten, weil sie unerhört, ja. Mhm. Das bedeutet, es gibt diese Verwicklung. Die habe ich alle gar nicht mitgemacht. Ich hatte damals durch Jürgen Merkert, muss ich sagen, der damalige Leiter, der schätzte meine Dinge und hat sich darum bemüht, dass ich da in die Akademie komme. Das muss ich mal dankenswerterweise sagen. Direktor der Berlinischen Galerie. Ja, Direktor der Berlinischen Galerie. Und so entstehen manchmal Bezugssysteme, die etwas hervorrufen, wo man sich nicht rumjammern will drüber, dass man das erreicht hat. Mhm. Muss ich wirklich sagen. Ja. Und das ist ja bis heute so. Und das sagen wir mal,
Und da du jetzt die Frage stellst, wie war denn diese Konfliktsituation? Die war ja unerhört, ja. Wenn ich heute manchmal lese, darüber, ich lese nachträglich manchmal über diese ganzen Konflikte, Heiner Müller, Stefan Hermlin und die ganze Ideologie, die im Grunde genommen von einem Tag zum anderen in eine ganz neue staatliche Denkform hinein mussten, ja. Ist ja nicht ganz einfach, ja. Und da man aber ein Außenstehender war, habe ich das gar nicht als, sagen wir mal, als traurig empfunden, weil man ja nicht im Osten beteiligt war an den ganzen Bemühungen, ja. Sondern man hat jetzt, und ich muss ganz offen sagen, empfand das im Grunde wie eine Art von geistiger Befreiung. Ich habe ja drüben 4 Jahre studiert, jetzt kommt der Westen wieder an und ist da. Und man muss sehen, dass die Bilder, die man gemalt hat, wieder in eine Ebene kommen, wo Ost und West gar keine Rolle spielt. Ja? Du bist Mitglied der Akademie der Künste und mit zahlreichen Preisen gewürdigt worden. Dem Fritilla-Preis für Malerei, dem Gerhard-Altenburg-Preis, dem Käthe-Kollwitz-Preis. Wie siehst du die Resonanz auf deine Kunst heute? Siehst du dich als erfolgreichen Maler? Also ganz zwiespältig, muss ich mal sagen. Das bedeutet, sagen wir mal so, die Einsamkeit des Tuns ist auch in gewisser Weise eine Einsamkeit der Betrachtung der Dinge. Und du darfst nicht vergessen, was man auf diese ganzen Preise bekommen habe, waren ja ursprünglich gleichsam von Direktoren und Gewollten, die heute auch schon alt sind und gar nicht mehr vorhanden sind. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt weitermalst und weitermalst, dann wirst du merkwürdigerweise schon 85, was man ja nicht sein will. Das bedeutet, dann entstehen auch andere Denkformen, wo im Grunde dein Wollen gleichsam nicht mehr so die Erregung eines Wissenschaftlers, der heute 40 ist, hat. Ja? Mhm. Und da kann man nichts gegen machen, das ist eben so. Ja? Und ich muss dir eins sagen, ich habe Gott sei Dank ein Denken nie gehabt, dass man in eine bestimmte Ebene hineinkommen muss, die eine erfolgreiche ist in der Presse und so weiter. Die Idee habe ich nie gehabt. Ich glaube, das hat dir immer auch gut über die unterschiedlichen Lebensphasen hinweggeholfen. Unabhängig davon zu machen. Guck mal, ich lasse mein Leben nicht verdunkeln, dadurch, dass man meint, man müsste in einer ganz anderen Ebene drin sein, der Öffentlichkeit, wo man gar nicht drin ist. Ja? Mhm. Es bedeutet ja auch, dass man, sagen wir mal, also da denke ich nicht drüber nach. Es gibt Maler, die Bedrängnisse haben, dass andere, die ganz berühmten werden und sie nicht. Ja. Ich will jetzt gar keine Namen nennen. Mhm. Aber es ist so, und diese Bedrängnisse habe ich überhaupt nicht. Ich glaube, wenn man das vielleicht so auf ein Resümee bringen wollte, dann könnte man sagen, also auch als Empfehlung formulieren, so seinen Gegenstand finden und bei dem Eigentlichen bleiben. Absolut. Mhm. Und darum, ich sagte nochmal, das Sinnlose sinnvoll machen. Ja. Hört sich so komisch an, das ist aber gar nicht falsch. Das bedeutet, aber es ist natürlich so, und da hast du recht, Preise und dass man eine Anerkennung erfährt, ist natürlich schon, gehört mit ein bisschen zum Selbstfreude des Tuns. Das hat dir ja auch gut getan. Das hat einem gut getan, das will man gar nicht verneinen. Ja. Guck mal, und ich gehe jetzt immer noch in die Akademie, trotzdem junge Leute jetzt da sind, mit denen man vielleicht gar nicht so diese geistige Ebene hat, wie mit Szymanski, aber man geht hin und ist eben auch eine neue Zeit angebrochen, ja. Muss man ein bisschen anerkennen, ja. Mhm. Ohne Bedrängnisse, ja. Na, ich glaube, jede Generation hat das Recht, ihre Fragen selber zu formulieren und Antworten darauf zu finden. Ich werde eins sagen, was ganz wichtig ist, sagen wir, wenn ich jetzt, Ausstellungen sind für den Künstler ganz wichtig, da die Bilder, die da hängen, haben sie die Wirkung, die du dir vorgestellt hast, oder hast du dir etwas vorgemacht im Atelier? Das ist nicht uninteressant. Mhm. Ja? Das bedeutet, wenn man jetzt im Atelier kann man sich schon ein bisschen was vormachen, ja, aber in einer Ausstellung nicht mehr. Nee, da muss es passen. Das ist interessant. Ja? Mhm. Und
Und sagen wir, die großen Bilder, die ich nach der, ich sage mal folgendes, eine große Freude war für mich die Ausstellung in Altenburg, ja. Mhm. Aber auch die in Cottbus jetzt. Und da war was ganz Merkwürdiges, dass ich ganz frühe Bilder gezeigt habe, die einen Einklang hineingegeben haben mit die ich heute mache, ja. Das hat mich unheimlich erfreut, ja. Weil ja, damit man nicht sich gleichsam verändert in ein Gegenteil, sondern muss schon das, was man angefangen hat, durchexerzieren, ja. Bis zum geht nicht mehr. Ja, deswegen haben wir den Schwerpunkt der Ausstellung, die wir jetzt zeigen, ja auch darauf gelegt, also frühe Arbeiten zu zeigen. Man verabschiedet sich von bestimmten Bildern, da man die im Atelier ja nicht dauernd sehen kann. Die stehen ja irgendwo da hinten, wo man sie nie, jetzt hole ich die mit einer großen Mühe raus und bin doch erstaunt, ja, und freue mich, dass die wieder hängen und so eine Art von Zeichen geben, wie man vor 30 Jahren gemalt hat. Ja. Das ist ja nicht falsch, ja. Mhm. Eine Ausstellung ist ja immer eine, an sich eine interessante Sache, der Hinwendung und Wegwendung. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Mhm. Das ist immer das große Problem. Und die Galeristen haben ein großes Wort mitzureden, sage ich immer wieder. Ja, 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 ich glaube, das ist, also wenn man eine Einzelausstellung macht, ist es mein Anspruch, die also mal gemeinsam auch mit dem Künstler zu entwickeln. Ja. Also wir hatten schon darüber gesprochen, dass wir in der Ausstellung neben aktuellen Bildern auch ältere Arbeiten vom Beginn deiner künstlerischen Laufbahn zeigen. Dazu gehören auch frühe Porträts und Selbstporträts vor allen Dingen. Ja. Eine stetige Befragung des menschlichen Wesens. Warum spielt es heute keine Rolle mehr in deiner Kunst? Ja, kannst du nicht sagen. Selbstporträts? Ich habe viele Selbstporträts wieder gemalt. Ah, ja. Guck mal das da, denn. Das da schon, das stelle ich auch noch mal aus. Okay. So ist es nicht. Im Selbstbildnis, pass mal auf, das ist ja auch eins und da ist auch eins. Das bedeutet, das mache ich ab und zu. Manche machen das ständig, ja. Heute ganz selten nur noch, ja. Mhm. Das Selbstbildnis steht nicht mehr im Kanon der, sagen wir mal, des Machbaren, freudigen Machbaren, ja. Wie es bei Beckmann war oder auch bei Kirchner und bei vielen und bei Matisse und so weiter und bei Picasso auch. Heute ist das nicht mehr so, sagen wir, im Sinne der, sagen wir mal, dass sie wollten, wenn man will. Ja, ja, warum eigentlich nicht? Es gibt so viele Handyfotos, Selfies. Nee, eine entscheidende Frage ist mal, wie ist heute das realistische Tun noch möglich, im Sinne einer augenblicklichen Modernität, wenn man will, ja. Und sagen wir mal, und wir haben im Grunde heute eine Denkform, die ist anders wiederum. Wir leben heute in einer Zeit, wo alles eine Möglichkeit ist. Das war früher gar nicht so, ja. Das heißt, früher wurde eine Ebene bewundert und die andere Ebene nicht. Heute kann jeder machen, was er will. Das hat ja auch seine Nachteile, wenn man will. Ja. Also wenn man darüber nachdenkt, darf man gar nicht so viel über nachdenken. Heute ist alles möglich. Wir haben eine Denkform, das sage ich dir mal, wo das Geistige gleichsam die Eigentlichkeit bestätigen soll, die nicht da ist. Ja? Das ist heute das Grundproblem. Mhm. Wenn man darüber rumnölt, ja, dann entsteht wieder eine Gegnerschaft zwischen allen, was man gar nicht will. Ja? Das Geistige gleichsam soll das nicht vorhandene kultivieren. Das ist furchtbar. Ja? Mhm. Das ist furchtbar. Und, aber nun kann man nicht sagen, alles ist furchtbar, sondern das sind immer Varianten in jeder Gesellschaft, so oder so, so und nicht anders, ja. Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass also das Bedürfnis auch nicht da ist zur selbstkritischen Befragung. Ist auch nicht mehr da. Es geht da. Ja eher darum, also Selbstdarstellung im positiven Sinne zu betreiben. Der Zweifel und der Nihilismus den Dingen gegenüber ist nicht produktiv, ja. Mhm. Und heute ist es aber so, ja. Bist du denn ein Zweifler? Das ist eine Frage. Pass mal auf.
Also ich erlebe dich immer als jemanden, der sehr, sehr positiv gestimmt ist. Als Zweifler ist man, pass mal auf, Zweifler den Bildern gegenüber nicht, das muss ich sagen, ja. Aber sagen wir dem eigentlichen Sein gegenüber doch sehr, ja. Dass man nicht, sagen wir mal, welcher Mensch hat ein nur noch Freude-Denken in seinem Kopf, ja. Mhm. Das Leben ist so verkompliziert, sagen wir mal, einen Zweifel hat jeder Mensch in sich drin, ja. Das ist gar nicht so verhindern, ja. Eine Frage würde ich dir gerne noch stellen zum Katalog. Der widmet sich in dem jetzigen Fall als Begleitpublikation zur Ausstellung ja deinen Arbeiten auf Papier. Das sind keine Vorstudien oder Zeichnungen, die zum Bild hinführen oder den Gegenstand zeichnerisch umkreisen, bis eine gültige Formidee für das Bild gefunden ist. Sie zeigen vielmehr eine spontanere und offenere Hinwendung zu deinem Motiv bzw. zu deinen Motiven. Sehr richtig, ja. Ja, es sind etliche Selbstporträts aus verschiedenen zeitlichen Perioden auch dabei. In welchen Zusammenhängen arbeitest du auf Papier? Also für mich ist die Zeichnung im Grunde nur, sagen wir mal, eine Übung zur Vorstellung, was ich malen will. Ja? Mhm. Manche, also ein selbstständiger Zeichner, der so wunderbare Zeichner, der hörte Christa zu, Stötzer, großartige Zeichner. Aber Lothar, du hast auch wunderbare, eigenständige Zeichnungen. Ich habe meine Zeichnung, muss ich ganz offen sagen, nie so ernst genommen. Ja. Mhm. Ich freue mich, wenn es gelungen ist. Und da kann ich das gleich jetzt nicht veröffentlichen. Nachher ein Bild malen. Aber ich habe niemals Zeichnung so als eine, bin ich auch nicht so. Also ich brauche immer irgendwie ein bisschen Farbe. So viel Zeichnung habe ich gar nicht. Doch, viel zu viel, ja. Aber sagen wir mal, die große Zeichnung, manche können, du ist die Zeichnung ein Eigenwerk zu allem anderen. Das kann ich bei mir nicht so sagen, ja. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Ja, es ist schon, es steht ja im Zusammenhang, also mit deiner alles Malerei. Sind alles genau. Studien zu den Dingen, die ich mache. Oder sagen wir mal, ich zeichne, wenn ich hier so sitze, zum Malen habe ich keine Kraft, dann zeichne ich eben. Ja, sagen wir mal so. Ja, ja, es ist spontan, spontanerer eine Zugang. Eine ganz spontane Situation, nicht blöde da sitzen und nichts zu machen, ja. Der Künstler muss aktiv bleiben. Der muss aktiv bleiben. Also mich würde noch mal interessieren, was dir die Ausstellung jetzt bedeutet zu deinem 85. Geburtstag. Ist dir das wichtig, noch mal so Arbeiten zu zeigen? Da habe ich zwei Gedanken da, meine Wirren. Die letzte sollte ja nicht sein. Nee, ja. Nee, davon reden pass wir nicht. Pass mal auf. Und am liebsten wäre mir, was ich in Dresden so erfahren habe, dass meine neuen Bilder, die ich gemalt habe, noch eine Wirkungsebene bekommen für viele. Ja. Ja, mit frühen Bildern, das ist nicht uninteressant, die frühen Bilder, zu denen man jetzt nicht mehr, sagen wir mal, die Empfindungsebene hat, sondern die selbst fremd geworden sind, das ist ja nicht uninteressant. Gibt's ja. Mhm. Die frühen Bilder werden ein selbst fremd. Das war damals, jetzt ist aber das Schöne, ja. Das heißt, die großen Verwicklungen der Gesellschaften und des Privaten bleibt das Bild, ja. Mhm. Und da denke ich oft drüber nach, guck mal, der Maler, muss ich immer sagen, eine gute Situation in sich. Die Bilder bleiben. Der Schauspieler im Theater, wenn er weg ist, ist er weg, ja. In Pflicht, die Nachwelt, keine Grenze, wie man das berühmte Bild nennt. Mhm. Der Maler hat das Gute, es bleibt alles, ja, wenn es gut ist. Ja. So als Gegenstand erhalten. Als Gegenstand erhalten, selbst wenn man nicht mehr da ist. Ja.